So, Freunde, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Italien gegen die Welt, beziehungsweise mit Deutschland gegen die Alliierten, eher gesagt. So, ich höre mich etwas anders an, das habt ihr bestimmt schon bemerkt, weil ich ein neues Headset habe und ich hoffe, dass das etwas besser ist und ich diesmal auch ohne Rauschen, ohne Rauschen besser zu verstehen bin. Es war natürlich ein Problem in den letzten Folgen, beziehungsweise in den letzten Monaten sogar, dass er etwas gerauscht hat, dass das ein bisschen genervt hat. Ja, ich denke, das hört sich jetzt etwas besser an und wir können getrost weiterspielen. So, aber nun zu unserer Italien-Kampagne. Wir wollen diese Runde auf allererstes Mal Griechenland einnehmen. Das wird natürlich nicht der einzige Feldzug sein oder der erste Kampf in dieser Folge, sondern wir werden auch noch Ungarn und wahrscheinlich auch noch Rumänien in dieser Folge einnehmen und dann gucken wir mal weiter. Des Weiteren haben wir hier links natürlich auch unsere eigentlich größte Armee stehen, bestehend aus genau 50 Divisionen. Um halt dann noch ein bisschen in Frankreich mitzumischen. So, das wäre natürlich jetzt interessant, wenn wir jetzt Frankreich den Krieg erklären würden, was da passieren würde. Aber wir wollen das mal bei Griechenland vorbeischauen. So, wir machen auch mal weiter. Die Truppen müssen sich nur noch an der Grenze postieren. Wir gucken schon mal auf die Siegesmarken. Da sind ein Stück nur zwei, einmal in Athen und einmal in Salonika. Salonica, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist aber auch egal, das ist bald italienisches Gebiet und dann ist es uns auch egal, wie man es ausspricht. So, die letzte Division ist auf dem Weg. Also ist noch eine über. Gut, dann können wir schon mal anfangen. Dann machen wir die Geschwindigkeit etwas so runter. Und bei Diplomatie können wir vorbeigucken. Bei unseren neuen Nachbarn Griechenland. Begrenzter Klick erklären, erobern, fertig. Wollte ich sie erobern? Wollte ich sie nicht als Marionettenstadt machen? Egal, wir erobern die jetzt. So, da laufen wir querbeet durch. Das sollte... Ach, hier sind sogar 10. Das sollte nicht das Problem darstellen. Ach so, hier fehlen die. Ja, das ist natürlich blöd, aber es wird natürlich trotzdem gehen. Zum einen ist Griechenland nicht mobilisiert, zum zweiten haben sie jetzt nicht die beste Verteidigung aufgestellt, obwohl sie ein paar Festungen haben, aber die sind eher in Form Richtung Bulgariens. So, der Krieg verläuft, der erste Angriff verläuft ohne Probleme. Wir rennen da einfach durch. Und da sollte das eigentlich auch schon gegessen sein. Ich muss noch kurz gucken, bei der Produktion ist ja mal ein bisschen Abstand zwischen meinen einzelnen Folgen, dass hier alles in den grünen Bereich sind. Wir tecken gerade noch hardcore auf Offiziere, da unsere Orga noch nicht 140% erreicht hat, sondern gerade mal beschlappen 89% rumgammelt. Da sollten wir dann auch zumindest bis Sowjetunion oder bis Frankreich dann mal hochgeknebelt haben. So, leichte Artillerie verbessert, das ist natürlich etwas teuer für die Upgrades, die werden ja glaube ich gleich reingeschossen kommen. Aber okay. So, hier haben wir ja den einen Siegpunkt. Da rennen wir einfach durch, während eigentlich die anderen Truppen auch querbeet nach Athen durchgehen können. Da müssen wir uns nicht lange aufhalten. So, dass wir auch einige schaffen, hoffentlich in dieser Folge. Genau. Sind hier mittlerweile eigentlich auch gut Offiziere verteilt worden? Ich hoffe doch mal. Ja, schon mal einer ohne. Sollte zumindest so sein, dass in jedem Korps mindestens ein General dabei ist. Ja, wir können es auch ein bisschen schneller machen. Obwohl, wenn es zu schnell ist, dann fehlt mir doch mal den Überblick und dann geht es ganz schnell, dass mal so eine Division oder so ein Korps eingekesselt ist und dann auch vernichtet wird von trotzdem so schwachen Griechen. Von daher müssen wir uns ein bisschen die Zeit nehmen und da langsam durchwalzen. So, Sudetenland ist schon eingegliedert, aber die Rest-Tschechoslowakei existiert noch. Dann wird dann hier der Cut kommen. Ja, genau, es müsste hier der Cut kommen. Es ist unsere Zeit. Jetzt können wir erstmal den Krieg mit Großbritannien erreichen. Und da kriegen wir sogar Führungsmodifikator plus 10%. Das wäre natürlich sehr gut, wenn wir den früh kriegen. Aber ich will auch nicht unbedingt sehr früh Krieg gegen Großbritannien führen. Und Konsumgüter in Kriegszeit minus 10%. Ja, das wären dann fast ein ganzer IK-Punkt. Ist natürlich nicht die Welt, aber kann man sich mal leisten. So, hier rennen wir einfach durch. Das ist nicht das Problem. Ach komm, wir machen jetzt noch ein bisschen schneller. Habe ich den ganzen Tag Zeit. Genau. Sobald wir in Athen sind, ist ja Griechenland unser. So, wir stehen vor Athen. Und da kommt der finale Kampf.
gegen eine Garnison, gegen noch eine Garnison, gegen noch eine und das war's. Und damit ist Griechenland unser. Ich glaube, ich hatte erst gesagt, dass ich es als Marionettenstaat annektieren will, aber naja, verklickt. So ist das halt, so ist, holen wir uns noch Ungarn. Da sind, upsala. Ich brauche übrigens auch eine neue Maus. Die Siegesmarken sind da, 3 Stück an der Zahl. Ja, das sollte nicht das Problem darstellen. Ja, die schicken wir nach da oben. Die kommen dahin. Die stellen sich dahin. Dahin. In die Landbefestigungen und ihr, ach, geht nochmal hier hin. Und ihr könnt dahin. So. Stellen wir uns schnell auf. Was macht der Deutsche so? Seine Infanteriedivision stellt er breit an der Front auf, auch in Polen. Gebirgsjäger in Polen, ist ja sehr interessant. So, jetzt Unabhängigkeitspolen, das bedeutet gleich gibt es Krieg. Genau, Restslowakei, so rum, entschuldigt, ist jetzt auch angegliedert. Luxemburg mobilisiert, das sind natürlich tausende von Soldaten, die jetzt in die Armee strömen, wenn Luxemburg mobilisiert. So, haben wir uns aufgestellt. Ne, bitte nicht beide gleichzeitig, sondern so. Dann passt das auch. Wir machen eins weniger und greifen Bulgarien an. Ich muss so kurz überlegen. Ja, komm, den Bulgaren, den könnten wir... Sollen wir den annektieren oder als Marionettenstaat angliedern? Das ist jetzt halt die Frage. Der hat schon ein paar Truppen. Ne, wir annektieren den. Punkt. Aus Brenzer Krieg, erobern. Und Attacke auf die Siegesmarken, da rennen wir einfach durch. Machen wir ihr von oben, ihr querbeet rein. Ihr geht da rein. Oh, hier sind gerade 10. Na, dann können wir noch die Hälfte nochmal zur Hauptstadt bestellen. Dahin, ihr rennt dadurch und ihr geht mal dadurch. So. Schon mal gar nicht mal so schlecht, unser Reich. Ist größer als Deutschland. Muss man sagen, auch wenn wir ein bisschen weniger IK haben. So mittlerweile fast 100% Orga-Rate, also fast 100% Organisation. Kann natürlich noch auf 140% hochgekabelt werden oder hochgekurbelt werden. Frankreich mobilisiert. Da hätten wir es allerdings echt auf dem kalten Fuß erwischen können, wenn sie nicht mobilisiert wären. Aber jetzt sind sie es. Wir werden mit Deutschland zusammen hier attackieren und angreifen. Das sollte ja nicht das Problem darstellen. Während wir den Balkan erobern. Ja, ganz schön hügelig das Gebiet. So, wir stehen vor Sofia. Kann eigentlich auch wieder mal schneller machen. Türkei, Durchmarscherlaubnis, das können wir gut gebrauchen von Prinzip her, denn Türkei ist neutral und das bedeutet, wenn wir da durchgehen dürfen, dann bedeutet das, dass wir hier eine Flanke laufen können. Hier ist zwar vom Prinzip her nichts, aber außer natürlich Stalingrad. Wo war Stalingrad nochmal? Moment. Stopp. Stalingrad war hier, genau. Das ist von der türkischen Grenze nicht weit. Vor allen Dingen, weil der Russe dann selbst wenn, solange er die Türkei nicht in Krieg erklärt, auch hier nicht selber, wenn ich mich zurückziehen sollte, kann ich mich einfach auf türkisches Gebiet zurückziehen und dann wäre ich da sicher. So, laufen wir weiter. Ah ja, genau, die IK muss ich auch nochmal neu verteilen. Bisschen mehr Nachschub, ein bisschen mehr Upgrades, weniger Produktion. Dann passt das. Bulgarien ist auch nicht unser. Ja, da stehen wir. Ach, so viel haben wir schon eingenommen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Varna, in der wir jeden Moment drin sein sollten. Jawohl, das war's mit Bulgarien. Und jetzt kommen wir zum finalen Ziel, und zwar Rumänien. Die haben eigentlich eine relativ große Armee, wenn ich mich recht entsinne. Und sieht zwar gerade nicht so aus, aber die werden wahrscheinlich hier an russischer Grenze stationiert sein, denn das war jetzt nicht so geplant oder historisch oder vorherzusehen, dass Italien hier über den Balkan marschiert. Stellen wir jetzt einfach eine Siegmarken auf. Mehr brauchen wir nicht, schnell noch eine hier auf, dass sie die Siegesmarke nicht einnehmen.
Hier noch eine hin. Und dann passt das. So, Industrieeffizienz wurde verbessert. Das Event allerdings schwächt unsere Industrie. Und da war schon wieder Aufstand. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. 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 Das ist natürlich immer nervig. Hatten wir ihn nicht irgendwie? Genau, hier hatten wir doch so ein Anti-Rebellionskorps. Ja, guck mal, da ist auch schon die Armee. Sogar mit leichten Panzern. Also die Rumänen, die werde ich auch nur als Marionettenstaat annektieren. Denn diese Armee könnte hilfreich sein. Vor allem, wenn wir einmal durchgebrochen sind, dann bedeutet das, dass da Lücken in der russischen Front sind. Freundchen. Dass da Lücken sind. Und das bedeutet einfach nur, dass man, dass sogar dann die vermeintlich schlechteren rumänischen Truppen da auch trotzdem durchbrechen können. So, Truppen in Stellung gebracht, Rumänien, begrenzter Krieg, Marionettenstaat und hopp, halt, stopp. So, wir rennen direkt auf die Siegespunkte. Er läuft unsere Produktion. Wie war es nochmal? 2-2, oder? Sowas. Produktion geht voran. Wir haben wieder eine große Reserve in der Hand, die wir dann gegen Frankreich, Sowjetunion, England und Co. einsetzen können. So, hier rennen wir einfach durch. Da Rumänien natürlich nicht mobilisiert. In Klausenburg, in Bukarest und in... Das spreche ich nicht aus. Und dann haben wir den Rumänen auch auf unserer Seite und haben dann die direkte Front zu der Sowjetunion. Der macht doch keine Anstalten, hier selbst über die Grenze zu marschieren. Ja, was soll er da auch? Ich meine, hier sind keine Siegespunkte. Der einzige Siegespunkt, der in Reichweite ist, okay, wäre der hier und der. Aber trotzdem, was will er da? Vor allem hier mit den leichten Panzern. So, hier schwimmen wir gleich mal hoch. Bukarest ist gefallen. Die Truppen machen sich auf den Weg, das Rebellenland zu befreien. So. Der macht auch gar keine Anstalten. Also den ist relativ frill, der hat es akzeptiert. Hier noch ein HQ, das gleich vertrieben wird. Und dann war es das auch. Und dann hätten wir den Balkan für uns erobert. Türkei haben wir ein... Eine Durchmarscherlaubnis ist natürlich auch recht schön. So, hier stehen wir und hier rennen wir auch schon rein. Dann machen wir kurz auf schnell. Jawohl, Marionettenstaat, guck mal, das ist eine relativ große Armee. Also sogar mit Panzern. Klar, Infanterie. Also das ist nicht von schlechten Eltern für eigentlich ein so vermeintlich schwaches Land. So, hätten wir die Aktion auch zu Ende gebracht. Jetzt warten wir mal, dass... Aber wir können ja schon mal unsere Truppen hier postieren. So. Okay. Wirtschaftlicher Aufschwung, das ist natürlich super für uns. So, Nachschubkosten aufgrund des fehlenden Krieges sind jetzt auch vorbei. Ja, die Rebellen. Wo jetzt? In Griechenland, oh mein Gott. Obwohl, der kann mal runterlaufen. Und der nimmt das ein. Ja, diese Rebellen sind echt nervig. Sie bringen halt nichts. Also sie machen jetzt auch keinen spürbaren Schaden, aber sie nerven einfach. Und es sieht blöd aus. Und es kratzt natürlich ein bisschen... Es kratzt an der Ehre, wenn... da so schwarze Flecken im eigenen eroberten Land sind von Rebellen. Das mag man nicht. Oder ich mag es jedenfalls nicht. So, da fehlt ja fast. Fehlt noch ein Korps. Dann haben wir auch die Front hier auch schon mal abgedeckt, richtig? Hier oben kommt ja dann der Deutsche hin. Jetzt wird er weiter freiheitlich produziert. Da können wir auch hier direkt mal die nächsten Divisionen oder Korps besser gesagt ausheben. Aber wir müssen auch noch die Armeestruktur machen, stimmt ja. Oder? Armeestruktur müssen wir auch noch machen.
Ah, das waren zu viel. Oh, hops. Wo ist eigentlich die Zweierdivision? Hier sitzt sie. Dann kann sie gleich mal hier mitgehen. So. Ihr könnt jetzt hier hochgehen. So, Infanterieunterstützungswaffen, das wird natürlich weiter getaggt. Unser Orga, ja, geht nicht wirklich hoch, aber es liegt auch daran, dass wir gerade auch selber sehr viel produzieren. Neue Infanterie und natürlich dann auch wieder neue Offiziere braucht und das ist halt ein Teufelskreislauf. Aber okay, was sollen wir machen? So, hier machen wir dann gleich eine zweite Besetzung hin. Hier fehlt noch eine Division. Ach, die haben wir ja schon parat. Super. Ah, nee, Quatsch, das sind ja die Puppeldivision, oder? Ja, sind's auch. Ah, egal. Ist halt mal eine so eine gemischte Division, eine andersartige. So. Wir brauchen Verstärkung, wir brauchen Upgrades. Kann ich euch alles geben. So, jetzt warten wir mal, dass der deutsche Polen den Krieg erklärt. August, das sollte doch eigentlich schon im September. Okay, jetzt kommt der Molotow-Ribbentrop-Pakt und jetzt sollte gleich der Angriff vollzogen werden. Zwar mit Monat Verspätung, aber... Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier das Skript kaputt gemacht habe durch meinen Angriff hier unten. Ist relativ schade. Deutschland mobilisiert erst im August 1939, okay. So. Mobilisiert sind sie, jetzt kommt Danzig, Krieg oder Frieden oder letzte Chance und jetzt kommt der Angriff auf Polen. Das läuft soweit recht gut. Wäre ja auch erstaunlich, wenn nicht. Verschwende schon wieder IK. Nochmal 10 Auftrag gegeben, dass wir halt echt da eine riesen Manpower kriegen. Ja, 7 nicht. Irgendein Handelsembargo hat Frankreich aufgegeben, das ist natürlich Rille. So, Warschau ist gefallen. Ja, und damit auch Polen. Jetzt kommt der Molotow-Ribbentrop-Pakt zur Urteile. Naja, also, der Deutsche muss dann schon mal hier ein bisschen aktiv pushen, weil hier ist die Lücke. Die werde ich natürlich auch auffüllen. Keine Frage. Also, dann schicken wir erstmal die Division dahin. So, dann sollte das auch geklärt sein. Dann haben wir hier mit Rumänien den südlicheren Gefechtsabschnitt. Hier ist auch noch eine 50 Divisionen starke Armee, so rum. So, hier sind auch schon die nächsten fast fertig. Das läuft. Wir bräuchten noch ein bisschen was für Nordafrika. Ah, da haben wir ja ein bisschen was aufgestellt. So. Das ist ganz easy. Da machen wir einfach zwei Korps, die werden da durchrennen. Brauche ich nur noch die Transportschiffe, die irgendwo stationiert sind. Hier schon mal eins. Jawohl, kommen Sie mal her, guter Mann. So, hier ist Nummer zwei. Und hier oben ist Nummer drei. Super. Dahin, schnell, Leute. So, Niederlande mobilisiert. Also bald gibt es auch den Westfeldzug. So, jetzt verschiffen wir die mal schnell hier hin. Die haben keine Versorgung, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil sie gerade umstationiert wurden, erstmal ein neues Versorgungs-Supply-Lager brauchen. So, das wäre Division Nummer 1. Geht mal schnell nach dorthin. Die können sich schon mal die Front stellen. In Frankreich brauche ich nichts, weil ja Frankreich hier oben eh fallen wird. Und dann die Vichy-Regierung dann ein Friedensabkommen mit Deutschland und den Achsenmächten hat. So, da wäre auch schon unsere zweite Armeegruppe. So, Dänemark ist mittlerweile auch gefallen. So. Oh ja, hier kommt die große Umverlagerung der Armeen. Da können wir gleich nochmal ein bisschen mit in Frankreich mitmischen. Ich warte noch, bis der Krieg erklärt wird. Obwohl, der Krieg ist ja schon erklärt, also...
Wollen wir ein bisschen, schon mal ein bisschen Truhe machen? Wir speichern das mal. So. Da greifen wir schon mal Frankreich an. Der Deutsche kann ja dann nachkommen, wenn er sich endlich mal ausgeschissen hat. So. Krieg erklären. Erobern. Halt, warte mal. Ach nee, komm, wir warten, bis der Deutsche das macht. Das ist mir das ein bisschen zu blöd. Der wird es ja gleich machen. Weil der wird gleich den Angriff starten. Aber wo stimmt, der Deutsche ist ja schon dabei. Also was mache ich denn eigentlich? So, erobern. Frankreich. Okay. Die eine Division kann mal nach hinten gehen, falls da doch irgendwas kommt. So, dann können die auch schon mal losgehen. Jetzt können wir auch unsere 1 Million Bajonette-Dings da machen. Ne, es ist unsere Zeit erstmal. So. Es ist Zeit, Freunde. So. Langsamer. Starten wir einfach mal den ersten Angriff. Ah, ich habe keine Armeeorganisation gemacht. Egal. Machen wir es halt mal ohne, auf die harte Tour. So. Der erste Angriff wird wahrscheinlich abgeschmettert werden. Ja, sieht jedenfalls nicht gut aus aufgrund auch der Befestigungen. Aber wir greifen das mal an. Mal gucken, wann der Deutsche da mitmischen will. Währenddessen können wir uns ja schon mal Ägypten und Co. sichern. Ja, wir haben auch noch nicht mal 100% Organisationsrate. Das ist natürlich nicht so schön. So. Ja, das war mir schon klar, dass der erste Angriff nicht viel bringen würde. Es ist einfach nur so ein bisschen Erfahrung sammeln und einfach mal ein bisschen Kriegsgeschehen gegen die Großen mal. Nicht immer gegen die Kleinen hier im Osten, sondern auch mal gegen ein großes Land. So. Wir machen aber schon ordentlich Damage. Die haben natürlich die beste Position mit Gebirge und Befestigung. Wir haben keine Gebirgsjäger und Artillerie. Das ist natürlich alles nicht so beste für diesen Angriff, aber ja. Man muss halt machen, was man kriegt. Oder was man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Weil der Angriff sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. Vor allem, da kann ich ja halt mit denen noch gleich reinstoßen. Und der Angriff sieht auch nicht so schlecht aus. Ich habe ja noch eine zweite Händler, die kann ich ja gleich mal vorbewegen. Jetzt kommt der Gegenangriff. So. Hier kam gerade Verstärkung rein, aber wir haben ja noch hier die zweite Armee in der Hinterhand. Außerdem laufen sie jetzt aus ihrer Befestigung raus, da kann ich sie schön kalt erwischen, wenn ich Glück habe. Hier kommt ein Flankenangriff. So, die Pferdestärkung wird aufgerieben in der Stadt. Da ist natürlich kein Gebirge, was uns auch etwas zugute kommt. Und unsere Artillerie kriegt da auch einen kleinen Boni, also für die Befestigungen. So, aber wir kriegen schon mal ordentlich... Dings. Erfahrung durch die Angriffe. So, hier können wir den rausdrücken, wahrscheinlich. Sollte auch funktionieren. Und der Gegenangriff sollte eigentlich auch in die Hose gehen. So, jetzt hören wir hier auf. Und schicken gleich unsere zweite Armee rein. Die es dann etwas leichter hat. So, hier haben wir ja die Verstärkungsarmee schon parat, die dann gleich mal hier reinstoßen kann. So. Hier sollten wir gewinnen, dann hätten wir schon mal Nizza erobert. Der Deutsche ruht sich hier oben aus mit 33 Infanteriedivision Jagdpanzer. Oh mein Gott, Jagdpanzer, normale Panzer, Artillerie, Gebirgsjäger, Jagdpanzer, Flak, normale Panzer, meine Gott. Aber die Länder hat er nicht stehen. Hoffentlich habe ich das Skript jetzt nicht kaputt gemacht durch diesen Angriff. So, hier erreichen wir sogar Durchbruch hier. Ohne schwerwiegende Verluste an der zweiten Armee. Hier haben wir ja noch einen Chor und hier auch noch eins. Das schicken wir gleich mal an die Front. So. Ja, wir brauchen Verstärkung. Das habe ich auch schon mir gerade eben gedacht. So. Nizza fällt. Hier ist unsere Verstärkungsarmee da. Ja, jetzt machen wir einen Flankenangriff, Freundchen. Was sagst du denn dazu? Deutschland will Schulden aufnehmen, das dürfen sie gerne machen. Lieber Schulden, als wenn sie dann noch irgendwie die Knie gehen. So, hier haben sie den Gegenangriff mittlerweile abgebrochen. Und es gibt Erfahrung, Leute. Es gibt so viel Erfahrung für Generäle und Truppen, dass sich das wirklich lohnt. So.
Hier unten sind nur noch HQs, da können wir dann durchrennen. Vorerst hier sind wir auch durch. HQs und die normalen Panzer sind angeschlagen. Wie sieht denn der aus? Hier sollten wir... hier wird's knapp. Hier wird's sehr, sehr knapp. Aber wir kommen durch. So, weiter mit der Armee. Weiter, weiter, weiter. Ein bisschen vorwärts. Haben wir unten auch die Durchbruch geschafft? Ist das da eine belgische... Was ist denn das da? Tatsache. Haben die sich mit Belgien verbündet? Ah, das ist Rumänien. Ach, das ist eine rumänische Truppe. Ich habe mir jetzt gerade nach Belgien. Stimmt ja, die, da ist die Flagge ein bisschen anders. Tut mir leid, das war ziemlich dumm von mir. Belgien. Achso, stimmt, hier kann man auch wieder einsparen. So. Hier laufen wir munter durch. Das war natürlich nicht so Premium. Dieser Befehl, der muss mal kurz abgebrochen werden. So. Hier rennen wir gleich mal runter nach Marseille. Wie viel haben wir hier schon wieder? Auch schon fast wieder ein ganzes Korps. So, hier unten die Verteidigung bröckelt. Und hier oben können sie Truppen nicht abziehen, denn hier lauert der Deutsche. Das ist halt das Problem. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, der Grund, warum wir relativ gut agieren in Frankreich. Auch wenn es oben nicht so aussieht, hier oben herrscht Krieg. Also, deswegen können sie hier nicht weg. So, wir müssen warten, bis die Einsatzorganisation wieder da ist und wir in den Krieg ziehen können. Wo gehört diese Division hin? Ich weiß es nicht. Hätte man eine Armee organisieren, würde man es wissen. So, jetzt können wir hier reinrennen. Der Gegenangriff kann natürlich sofort abgeschlagen werden. Hier ist eine einzige Division. Ja, der erste Angriff, also die erste Verteidigung, die war hart, aber wenn man da einmal durch ist, dann läuft das auch. So, ihr Freunde, ihr könnt auch mal weiterlaufen. Die sind ja eigentlich alle unorganisiert, genau. Und ohne Befestigung nicht eingegraben, das sollten wir ausnutzen, dass wir schnell wirklich durchrennen. Der kommt durch in Marseille, da sammeln wir uns erstmal kurz, Freunde. Bevor wir dann Angriff starten, hier können wir auch wieder losrennen. Natürlich mit den frischen Divisionen erstmal, denn da ist noch eine Befestigung, die noch hält. Frage ich wie lange. Mit einer Division. Wobei, es sind Gebirgsjäger. Aber wir haben hier fast 20 Divisionen stehen, hier können wir sie flankieren. Ah, 20 Divisionen, dann gehört die hier hin, also gut, dass wir das auch geklärt haben. So, hier kommt die Verstärkung mit rein. Hier sammeln wir uns erstmal in Toulouse. Hier kommt auch Verstärkung mit rein. Das läuft, das läuft, das läuft. So, ich will weiter Infanteriedivision haben. Denn die Infanterie gewinnt die Schlachten, vor allen Dingen in Russland. Da bringen Panzer, also die sind nicht schlecht, die Panzer. Weil man kann damit denen auch schöne Kesselaktionen und Durchbrüche erzielen, doch... Panzer sind meistens immer nur in, wie sagt man das, kurzen Frontabschnitten zu gebrauchen, denn sie sind eine sehr starke, aber sehr kostenintensive Einheit. Für eine Panzerdivision kriegt man gute 10 Infanteriedivisionen und die können halt in der Fläche viel besser wirken als eine Panzerdivision in einer Provinz halt nur. Von daher muss man da immer gucken, wie man das dann macht. So, hier gehen wir da lang. Wie gesagt, die Franzosen, die haben hier nichts mehr. Also die können nur noch mit diesen Truppen hier agieren. Die können nicht irgendwelche herzaubern, beziehungsweise die können sie auch nicht abziehen. Klar, die Marignot-Linie, so heißt die, glaube ich, richtig ausgesprochen. Das sind 10er-Befestigungen. Da braucht man nicht viele Divisionen drin, da braucht man eigentlich auch nur eine Division drin. Aber die Kaisi ist immer ein bisschen anders. Und ich glaube, wenn der Deutsche es auch anlegt, kann er hier oben, wo kein Fluss ist, auch durchstoßen. Und dann ist die Scheiße am Dampfen, wenn man das mal so auf gut Deutsch sagen will. So, hier rennen wir, wie gesagt, weiter durch. Ja, Leute, weiter rennen. Und der Deutsche wird wahrscheinlich erst 1940 die Benelux-Staaten angreifen und dann auf Frankreich marschieren. Vielleicht haben wir bis dahin sogar schon Paris eingenommen und haben dann selber Frankreich in der Hand. Das wäre ja ganz lustig. So. Und dann zusammen mit den Deutschen die Sowjetunion angreifen. Und natürlich auch Japan vielleicht. Das ist natürlich die Frage, wie erfolgreich sie in China sind. So. Ja. Das läuft, das läuft, das läuft. Marseille mittlerweile eingenommen. Und unser italienisches Heer und Reich erstreckt sich immer weiter. Wir stehen vor Lyon. In Lyon sind mittlerweile mittlere Panzer eingetroffen. Die können Probleme sein, obwohl in der Stadt sie nicht so den Schrecken haben wie auf dem offenen Feld. Logisch natürlich.
Hier sind auch mal Mittlerpanzer, die sind aber glaube ich ohne Orga und können da kaum was ausrichten. Wie viel Manpower kriegen wir eigentlich pro Monat? 20, das ist sehr, sehr gut. Für 20, da kriegen wir... Naja. Kriegen wir gut 2 Infanteriedivisionen. Aber es ist schon mal nicht schlecht. Als Deutscher kriegt man, wenn man Frankreich erobert hat, und den Rest auch 30 so ungefähr pro Monat. Da kann man schon ordentlich mit agieren. Was eigentlich gar nicht mal so realistisch ist, denn... Den Deutschen mangelt es schon ein bisschen an Soldaten. Natürlich auch vor allem zum Kriegsende hin, aber... Ja, sie waren halt nie die Manpower-reichste Nation, so, wenn man das so sagen darf und will und kann. So. Dauert das hier so lange? Weiter, weiter, weiter. Halt, falsch. Ihr sollt die Panzerdivision angreifen. So. Die sind auch bereit. Dann laufen wir mal nach hier oben. Während die Lyon angreifen können. Oh, ja, hier muss man aufpassen. Hier ist immer so ein Cut-Off, ist immer sehr gefährlich. Wobei Lyon ja schon fällt, da waren nur HQs drin. Und ist ja nicht so, dass hier irgendwas da ist, um diese Division letztendlich zu zerstören. So, ja, Upgrades haben wir auch alle verteilt. Die neuesten Waffen an der Front, wobei wir kaum mehr was tecken, da ja gerade unsere Orga-Rate im Mittelpunkt steht. Ach, hier, vergessen. Seht ihr mal. Das ist also das Problem, wenn man an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen will. Warum ist sogar hier durch? Räumen von zwei Seiten aus an. Hier ist unser Orga relativ schlecht. Wahrscheinlich, weil hier kein Nachschub ist, oder? Hier, hören wir mal kurz auf, nicht, dass hier noch irgendwas eskaliert. Da muss ich mal gucken, wegen dem Nachschubsystem, dass da war noch ein bisschen Nachschub ran kann, dass die ja nicht verhungern, unsere guten Soldaten, die ich extra dafür aufgestellt habe. Oh, das hat sogar einen Angriff von der Panzerdivision. Okay. So. Ja, ich denke, das reicht erstmal für diesen Part. Wir haben Lyon erobert, wir haben Marseille erobert, wir haben den Balkan erobert, Rumänien, wir haben eine gute Front zu den Russen. Der Deutsche hat mittlerweile auch Polen eingenommen und hilft uns dann hoffentlich auch bald bei Frankreich, wo es gar nicht mal so vonnöten ist. So, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mit dem neuen Headset, dass es jetzt etwas besser ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Hearts of Iron 3 oder auch Company of Heroes, je nachdem, was ihr guckt, was ihr sehen wollt, was ich bringe überhaupt. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, nochmal zum 10. Mal. Bis dann, ich bin der Finjub. Bis dann, haut rein.